Importabstinenz schwer zu organisieren. Spätestens seit dem Jahre 2014 hat Russland erkannt, wie abhängig man sich in der Zeit der großen Freiheit, die es angeblich seit 1991 gab, gemacht hat. Der Westen hatte damals begonnen, Russland für Dinge mit Sanktionen zu bestrafen, die dem Westen nicht gefielen. Und dem Westen gefallen viele Dinge nicht, die in Russland unter der Herrschaft des Diktators, des Zaren, des Despoten, des Mörders Putin vor sich gehen. Es gibt keine Sünde dieser Welt, die nicht Russland oder noch besser Putin persönlich angehängt wird. Und somit werden die Sanktionen verhängt, verlängert und erweitert. Und mit jedem Monat sammelt Russland jetzt mehr Erfahrung im Umgang mit dem Westen und erkennt mit dessen Hilfe seine Schwachstellen. Manchmal sind diese Schwachstellen bitter, manchmal einfach nur lächerlich. Und so findet gegenwärtig das 10. Baltische Transportforum in Kaliningrad statt. Und einer der Teilnehmer berichtet, dass das gesamte Hafenerneuerungsprogramm der großen russischen Föderation vollständig in den Händen der Europäischen Union liegt und der Erfolg von dieser Union abhängt. Der Experte informierte über den Niedergang des Bereiches der Hafenwirtschaft in Russland, welcher sich mit der Hafen- und Flussvertiefung beschäftigt. Dieser Bereich brach nach 1991 zusammen, da diese Dienste nur in den Nicht-Wintermonaten arbeiten, das Personal ebenfalls bezahlt werden muss, aber keine Arbeit hat. Das konnte sich die gestorbene Sowjetunion und deren Rechtsnachfolger Russland in der großen Freiheit nicht mehr leisten. Somit war man auf den Westen angewiesen, der diese Arbeiten im Wesentlichen mit zwei Firmen durchführt. In den letzten 4 Jahren haben diese beiden Firmen 170 Millionen Kubikmeter Masse zur Sauberhaltung und Pflege der russischen Häfen bewegt. Es gibt keine russische Technik mehr, um diese Arbeiten durchzuführen. Über diese Technik verfügen die Holländer und Belgier. Und wenn diese beiden Länder meinen, dass man Russland mit Sanktionen in der Hafenwirtschaft belegen muss, dann steht die gesamte Seeschifffahrt des größten Landes der Welt innerhalb historisch kurzer Zeit. Aber Problem erkannt, Problem gelöst. Denn auf dem Forum wurde weiter informiert, dass die Arbeiten an der Entwicklung neuer vaterländischer Technik für die Hafenwirtschaft schon aufgenommen worden sind. Steht eben nur die Frage, wie viel dies kostet und wie viel Zeit ins Land geht. Zeit, in der man sich in Abhängigkeit des Westens befindet und die dieser skrupellos ausnutzen wird, wenn es notwendig ist. Und auf dem Forum wurde weiter informiert, dass auch der neue Hafen, der gegenwärtig in Pionierst im Gebiet Kaliningrad gebaut wird, von dieser Problematik betroffen ist. Es gibt keine ernstzunehmende einheimische Technik, die das Hafenbecken schaffen kann. Hier sind 1,6 Millionen Kubikmeter Abraum zu bewältigen. Wie der Leiter der Kaliningrader Filiale Rosmorport der russischen Hafenwirtschaft informiert, wurden im Jahre 2017 erstmals Hafenarbeiten mit einer eigenen Flotte durchgeführt. Allerdings besteht die eigene Flotte auch aus Importschiffen, die in China gebaut werden.